So, jetzt sind wir beim Tipp Nummer 4, hallo. Wir haben jetzt halt quasi, wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir einen Haufen Informationen gesammelt haben. Ja. Und jetzt kommen natürlich die Next Steps. Ja. Ganz konkret und professionell die Next Steps vereinbaren. Ja, dazu gehört, wann ist der Termin? Wenn er noch nicht zu einem Termin zusagt, ja, wann darf ich Sie nochmal anrufen? Darf ich Ihnen eine E-Mail schicken? Zu welchen Themen genau? Das müsste ich jetzt ganz genau eigentlich wissen. Das ist auch eine Folge des Zuhörens, ja, dass ich genau weiß, welche Informationen ich Ihnen schicken soll. Wenn es nur zu einer Informations-E-Mail-Anforderung gekommen ist, ja, und nicht sofort zum Termin. Häufig ist es noch ein Vorstep, also ein Vorschritt davor. Und die E-Mail, die soll absolut personalisiert sein und individualisiert. Ja. Und das ist jetzt möglich, weil ich habe mir sämtliche Informationen abgeholt, ja, die relevant sind. Und jetzt ganz konkret einfach vereinbaren. Ich schicke eine E-Mail, ja oder nein. Wann darf ich mich wieder melden? Wann hätten Sie Zeit für einen Vor-Ort-Termin oder eine WebEx oder was auch immer für einen Termin? Art des Termins festlegen. Und selbst wenn er noch nicht ganz konkret einen Termin sozusagen vorschlägt, also Uhrzeit und Datum, dann wenigstens schon mal sagen, darf ich mir schon mal einen Bleistifttermin notieren? Das ist nämlich entscheidend. Warum? Weil er nämlich vielleicht in seinem Termin schon mal sich schon was vormerkt. Ja? Und dadurch, dass er diesen Schritt tut, ja, geht das Momentum aus dem Gespräch, du hast ihn jetzt so weit gebracht, dass er einen Termin haben will, aber noch nicht hundertprozentig das Datum und die Uhrzeit weiß, geht dann nicht verloren. Ja, das heißt, Bleistifttermin ist hier das Stichwort, das funktioniert immer. Ja. Und dann kannst du einfach sagen, hey, wir hatten ja schon einen Termin gemacht, war nur ein Bleistifttermin, aber es war schon ein Termin letztendlich. Und letztendlich kommt zu 99% dann auch immer ein Termin zustande. Also Next Steps war Tipp Nummer 4, ganz konkret und gezielt festlegen. Ja. Zugleich, jetzt kommt gleich dann Tipp Nummer 5 und der letzte Tipp. Ich freue mich auf dich, bis gleich.